Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Star Wars Battlefront. Und wir spielen mal eine Runde Fracht. So ein bisschen wie Capture the Flag. Also man muss eine Fracht klauen und in die eigene Basis bringen. Hallo? So. Die Sturmtruppen haben die Frachtkiste. Oh oh, das ist natürlich weniger gut. Wir sind eine Runde nachgejoint, sind aber vorne, also unser Team ist vorne. Wir haben schon einmal die Fracht geholt. Wir müssen die Fracht holen. Da drüben ist die gegnerische Fracht. Und jetzt müssen wir sie eskortieren, unseren Teammate, der die Fracht hat. So, wir haben die Fracht. Wo muss ich die hinbringen? Ich habe keinen Plan. Abliefern da hinten. 110 Meter. Ich habe die Fracht an Bord. Ich weiß aber nicht, ob ich es schaffe, die Heil da hinten abzuliefern. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse ihn mal vor. Aber es sieht ganz gut aus. Nein, Mist. Fuck it, da war ich fast da. Wenn ich den einen noch schon wieder Knoten in der Zunge, den einen noch getötet hätte, dann hätte ich es geschafft. Und den da hinten muss ich angreifen. Und da können wir die Fracht wiederholen. Und jetzt müssen wir ihn eskortieren. Das andere Team aufhalten. Ich gehe mal ihm hinterher und helfe ihm. Ich hoffe, ich kann ihm helfen. Wie gesagt, hier geht es jetzt absolut nicht um die KD in dem Spielmodus. Hier geht es einfach nur darum, dass das Team erfolgreich ist. Treffen sich beide Frachtträger. Nein, was? Ich mache einen Nahkampfangriff. Der hat noch ein Leben und treff ihn und der überlebt es. Hä, wie ging denn das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Das ist mir ein Rätsel. Das Imperium hat seine Fracht in Sicherheit gebracht. Die imperialen Truppen haben die Fracht. Oh, war das mies. Ich wollte gerade drumherum gehen, dass ich ihn erwische, aber direkt davor, ohne eine Chance drumherum zu kommen und direkt weggeknallt. Das ist natürlich weniger geil. Und schon steht es wieder 5-5. Oh, da steht noch einer mit Geschütz. Oh, nö. Das ist echt ätzend. So eine Annäherungsbombe, das ist immer was Feines. Viel Spaß damit, falls er jetzt hier vorbeiläuft. Habe ich die noch? Mano. Die ist unnütz explodiert, leider. Die Annäherungsbombe. Komme ich da lebend durch? Ich habe keine Ahnung, ob ich da lebend durchkomme. Nein. Jawohl. Nice, immerhin den einen noch bekommen und die 25 Kills mit Sprengsätzen voll. Auch wenn ich seltenst Granaten benutze, habe ich inzwischen dann doch 25 Kills zusammen. Ich sollte öfter auf den Kopf zielen, dann mache ich einfach viel mehr Schaden. Dann sind die Gegner auch schneller tot. K
keine Ahnung. Warum ich immer so weit unten ziele, ich weiß es nicht. Muss ich mir angewöhnen, höher zu zielen. Wir haben die Fracht zurückgebracht. Ich hab grad gar nicht reagiert. Oh Mann. Hab grad gar nicht reagiert. Meine Teammates ballern so drauf und ich hab so gar einfach gar nicht reagiert. So, sehr schön, den haben wir. Ist da noch einer? Ja, da. So. Hätten wir. Dann nehmen wir mal die Fracht mit. Und rennen mal los. Keine Ahnung, ob ich da hin... ob ich das noch schaffe. Da kommen schon wieder so viele von rechts. Ich weiß nicht, ob ich das Leben schaffe, die abzuliefern. Vielleicht. Schauen wir mal. Wenn ich das Körperschild schon freigeschaltet hätte, würde ich das natürlich aktivieren. Das ist natürlich hier in dem Modus großen Vorteil. Komm, komm, komm. Ja, bitte, bitte, bitte. Nein, nein, nein. Nein. Da kam mein ganzes Team. Fracht erbeutet. Verteidigt sie. Kam mein ganzes Team. Ja, immerhin haben die das vollends abgeliefert, weil ich es ja schon direkt davor hingelegt hatte, weil ich da gestorben bin. Aber das war natürlich verdammt schade. Da hatte ich es fast und habe es dann doch nicht geschafft. Hat er den Druide noch gesetzt? Ich weiß es gar nicht. Nein, hat er nicht, leider. Sind ja der Druide nämlich gleich auf den geschossen. Den heben wir mal auf. Dann setzen wir mal hier in die gegnerische Basis. Viel Spaß damit. Der schießt jetzt auf sämtliche Gegner, die hier anlatschen, solange er halt lebt. 5 zu 5 ausgeglichenes Match eigentlich. Mal verschiebt sich's in die eine, mal in die andere Richtung, aber immer nur um 1 und dann sofort wieder zurück. So, den Hammer. Sehr schön. Den auch. Das ist erfreulich. Ah, da kommt das komplette Team. Immerhin habe ich den mit der Fracht erwischt, das ist schon mal cool. 7 zu 12 ist auch gut. Wird besser. Also war am Anfang schlimmer und jetzt wird es besser. Was ist denn der da? So, den hätten wir. Unser Mann hat die Fracht. Jetzt bewegen sie hier alle wieder. Oh, ich habe ihn gesehen, aber ich kann ihn so nicht angreifen. Den haben wir. Ich sehe nichts. Boah, Annäherungsbombe. Mist. Ich habe noch probiert wegzukommen, aber hat nicht gereicht, leider. Wir sind vorne, aber die Frage ist, wie lange das hält. Ich habe keine Ahnung. Oh, von hinten. Mist. Dann ist immer schwierig, irgendwas zu machen, wenn man von hinten angegriffen wird. Unsere Fracht ist gesichert. Na, das ist nice. 7 zu 3. Es verschiebt sich immer mehr in eine gesunde Richtung. Also für uns gesund, für uns gut. Für uns die richtige Richtung. Ich sehe nichts und renne trotzdem mal rein. Das ging leicht schief. Ich schieße zu oft aus der Hüfte, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie so das Gefühl. Wenn ich öfters zielen würde und mein Feuer so bündeln würde. Okay, der hat es schon gut gemacht, mein Teammate. Ich war da ein bisschen zu langsam, um noch effektiv helfen zu können. Da kommt auch gleich wieder irgendjemand. Da ist doch jemand gerade geflogen. So, das haben wir. Teammate eskortieren. Von hinten kommt schon wieder jemand. Ah, hallo, mein Freund. Ich bin hier, alles clear. So, was haben wir hier? Was machst du denn da? Ah, Mist. Das war nicht so schlau.
Hätte ich mich mehr konzentrieren müssen, wenn ich den schon so hab. Oder gleich so auf den Kopf schießen, dass er da gar keine Chance hat, da wegzukommen. So, noch ein Thermal Imploder. Das ist immer gut. Der Feind hat die Frachtkiste erbeutet. Das ist natürlich weniger gut, wenn der Feind unsere Frachtkiste hat. Und Thermal Imploder ist immer gut, weil der so viel Schaden macht. Ja, nur bringt er mir da vorne leider nichts. Sondern hätte ich die mal lieber nach hinten geschmissen, aber gut. 11 zu 17 ist absolut okay. Und unser Team hat es auch fast. 9 zu 1, wir haben es gleich. Wir müssen nur noch einmal die Fracht holen. Okay, wir haben eine verloren. Aber trotzdem immer noch 8 zu 2 ist immer noch sehr, sehr gut. Ah, den habe ich zu spät gesehen. Der kam da aus dem Schatten. War ich einfach schlichtweg zu langsam. Immerhin noch einen Kill-Assist bekommen. Wahrscheinlich irgendeine Druide oder irgendeine, keine Ahnung, was, Granate, irgendwas, was halt den Schaden erhöht. Mist, da war das Ding dazwischen im Weg. Und er hat natürlich oben gezielt, hat meinen Kopf getroffen. Ich habe das Geschütz getroffen. Und das bringt mir dann halt recht wenig. Ich hoffe, die bringen unsere Fracht zurück. Das wäre schon mal wichtig. Okay. Das ist schon mal wichtig. Die Fracht ist wieder... Unsere Fracht ist in unserer Basis. So, den habe ich getroffen. 10 Blastergewehrkills für diese Runde damit erledigt. Na. Feindlichen Spitzenspieler 5-mal eliminiert. Ist mir, glaube ich, auch noch nicht passiert. So, den haben wir. Ich hasse den Platz hier, weil aus jeder Nische Feinde rauskommen können. Das ist echt zum Kotzen. Ich helfe mal mit, da drüben zu eskortieren. Jetzt kommt hier gleich wieder jemand von hinten. Das ist einfach nur so klar. Ja, ja. Nee, nee. Nee, nee, nee. Ich warte hier mal, wenn sie die Fracht holen wollen, müssen sie erstmal hier durch. Naja, sneakt er daran. Bringt ihm nicht viel. Sehr nice Kill. Ich muss mich auch mal selber loben hier. Also 14-20 ist wirklich okay. Und 9 zu 1. Die Fracht, ja, nur noch ein einziges Paket. Ansonsten erledigt die Zeit den Sieg für uns. Also von dem her. Aufpassen. Der macht hier einen Partner-Start bei mir. Mist. Jawohl, Kill-Assist. Per Nahkampf. Da ist er hin. Ich habe ihn gerade nicht gesehen. Dann war ich zu langsam. Mein Aim war wieder zu weit unten. Und da genug Schaden anzurichten. Doch, dass du da irgendwie bist. So. Per Nahkampf. Da haben wir den Assist. Sehr schön. Wo auch auf dem Schule her. So, auch per Nahkampf. Sehr schön. Hier ist auch irgendwo einer. Ich weiß gerade bloß nicht genau wo. Da ist er. Mist, wo ist er hin? Ich sehe ihn gerade gar nicht. Hier ist er. Ah, okay, der hat mich dann... Okay, das ist so eine One-Hit-Waffe. Die hat keine hohe Feuerrate, aber der Schaden ist maximal. Gut, kein Wunder, dass der mich dann erwischt hat. Der zweite. Aber 17 zu 22... Oh, 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 oh. Granätchen. Unsere Frachtkiste ist in Sicherheit. So, das ist gut. Wir müssen sie noch einmal holen, ansonsten ist in 40 Sekunden auch erledigt. Den habe ich nicht mal ganz erwischt, den Kollegen. Ah, dann kamst du wieder von hinten, die Kollegen. 20 Sekunden noch.
Das ist unsere. Ich dachte gerade schon, dass da jemand so dreist war, in unseren Spawnpunkt zu laufen und eine Annäherungsgranate dahin zu schmeißen. Das wäre schon sehr, sehr dreist. Aber unser Teammate ist fast bei uns. Außerdem ist eh rum das Spiel. Ach man, ist mein Aim schlecht. Aber da ist der Sieg. Eine neue Hoffnung, was auch immer das Achievement bedeutet. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall habe ich es gerade bekommen. Ich weiß nicht, ob es angezeigt wird in der Aufnahme oder nicht. Hui. Naja, frachtlieferungsmäßig nicht so überragend, aber hat mega Spaß gemacht. War auch gar nicht so schlecht, fand ich. Und gab auch ordentlich Punkte, so wie es aussieht. Ja, nice. Nice, nice. Ach ja, ich mag die Musik echt. So. Dann gehen wir mal wieder hier raus. Und dann schauen wir mal, ob irgendwas Neues. Ich weiß nicht, ob die Achievements auch hier angezeigt werden im Spiel oder ob die nur im Origin Layout angezeigt werden. Ansonsten könnte ich da mal nachschauen. Ich glaube, nur in Origin. Statistiken habe ich 0,58 KD. 106 Spiele, 700 Kills, also im Schnitt 7 pro Spiele ungefähr. Ist okay. Base Command? Ach, Base Command ist die Companion App quasi. Ja, gut, ich würde sagen, das reicht dann auch für den Part. R2D2 und ich sagen danke fürs Zuschauen, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao, Leute.